Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Let's Play European Truck Simulator 2 hier im Multiplayer Europa 1 Konvoi von Stuttgart nach Oslo. Da ist ein grüner Punkt. Den kannte ich? Den habe ich in Steam? Oh. Der kann natürlich rein, dass er nicht überholen braucht. Baby Bacon. 26. Okay, alles gut. Bitteschön. Vielleicht. Dankeschön. Aufnahme läuft. Alles supi. Haben wir es ein bisschen abgetrennt. Muss natürlich aufholen. Gut, dass man jetzt, das ist bestimmt genau abgestimmt für den Zeiten her, dass man bei Tag fahren, ne? Es gab wohl Zeiten, da sind wir nur bei Nacht gefahren. Konvoiabsprechung ohne Konsec Nachtfahren. Zu 50%. Robot Mattis ist wieder vor uns. Ach da, einmal Land. Merkt schon hinter mir, dass sie mal bremsen müssen, weil der Chef bremst. Jetzt geht's ja nach Dänemark. Aber bitte fahren wir jetzt nicht alle mit der Fähre, oder? Rechts Richtung Odensee abfahren. Ach, wir fahren über Zoll. Ach du Heimatland. Könnte man dann vorbeifahren oder gibt es jetzt wieder einen riesen Rückstau? Erstmal bam bam. Gerade aus meiner Richtung Odensee. Na was denn jetzt? Stimmt, geradeaus geht's nach Kiel. Oh Mann, der hat seinen Blinker an. Jetzt hat er ihn ausgemacht.
Schöne Schunkelied. Ihr verzeiht mir bestimmt, dass ich nicht so viel rede heute. Genau aus dem Grund. Weil ich sonst zu viel wusste. Wenn ich längere Zeit ruhig bin, dann geht das nämlich auch. Und mich auf was konzentriere, so wie diesen Konvoi. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich mal längere Zeit etwas ruhiger bin. Hallo? Was ist denn da hinter mir los? Ihr seht doch, dass wir langsamer fahren. Nein, das ist die Firma hinter mir. Die fahren gerade fast auf mich drauf. Ja, aber auch trotzdem ist es. Heißt einmal N, weiß man, der Rampen ziemlich dünn. Okay, gut zu wissen. Das gerade war ein Ausversehen passiert. Ich glaube, ich bin der Chef hinter mir, oder? Wir haben jetzt gerade eine gerade Strecke. Warte, ich mach mal Tempomat an. 2. Achtung, Pol überholt links. Ja, das ist der gerne rammt, der Pol. Gefährlicher Pol auf der linken Seite. Nehmt eure Seitenspiegel rein, der Pole kommt links vorbei. Der verfolgt uns auch schon seit Hamburg, oder? Pol hat sich jetzt zwischen mich und Jörg gesetzt. Die stehen hier am Straßenrand und beobachten den Konvoi. Oder manche stehen am Straßenrand und suchen einfach Fahrer, ne? Es gibt drei Konsorten von. Einfach mal mithupen hier. Okay, ich hatte noch Fernlicht an, gut zu wissen. Willkommen in Dänemark. Ich glaube, jetzt geht's ja raus, oder? Achso, die Fahrbahn teilt sich, dann kommt eine Brücke und dann geht's raus. Soll das ein Hunger stellen oder was soll das sein? Ach du Scheiße, Deutscher! Hey! Aber was ist mit Rammstraße? Ich hab schon mitverfolgt, also von mir, also von meiner Seite aus habe ich niemanden gerammt. Aber es könnte Synchronisationsfehler gegeben haben, aber ich habe niemanden gerammt. Ich bin jedenfalls so weit, wie es geht, links gewesen. Bacon, fährst du vor der VAL?
Alter Vater. Du mit dem MAN. Hau ihn weg, hau ihn weg. Sag mal Jungs, geht's euch noch gut oder was ist bei euch kaputt? Haben wir einen Türkisch Translator? Leider schade. Geradeaus weiter Richtung Aalborg. Geradeaus weiter Richtung Odensee. Odensee. Hui! Achso. Ja, ist ja gut. Mal sehen, wenn der grüne Punkt wieder kommt. Dann gucke ich da mal genau hin, wer das ist. Weil ich könnte nämlich schwer ahnen, wer das ist. Oh, Slalom. Hui. Hui. Achtung, Pole überholt. Kann man mal machen, ne? Slalom Crash Test. Überstanden. Genau, jetzt kommt die Brücke. Eieiei. Ei, ei. Was macht der denn? Mensch, Mensch, Mensch. Das sind Konsorten, sage ich dir. Einfach mal überholt. Ja, Lichthupe, Dankeschön. Ja, sind wir mal ein bisschen von hier weg hier, können ein bisschen Gas geben. Flashlight. Oh, wir haben noch Fernlicht an. Oh ne, haben wir doch nicht an. Okay. Mal ein bisschen von der Natur hier sehen, habe ich jetzt mal auf die Außenperspektive geschalten. Das kann man doch ein bisschen mehr sehen. Und nicht das Navi ausschalten, sondern hier den
Doppelten mal anmachen. Da kann ich ein bisschen einschätzen, wo da hinten ist. Bodensee 500 Meter. Ich glaube geradeaus. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie durch die Stadt dämmeln. Geradeaus weiter Richtung Kopenhagen, okay. Hört sich auch schon ein bisschen komisch an, ne? Der hat auch gerade leicht die Leitplanke berührt, muss man sagen. Bitte dieser Brücke findet sich eine Pause statt. Bitte bis zur Mautstelle durch. Bitte eine Reihe auf dem Standstreifen. Sobald die letzte Fahrzeug steht, fängt die 10 Minuten lange Pause an. Okay. Ist ein Deal. Schön. Schöne Ostsee, Nordsee und da befindet sich schon der Standstreifen. Hinten ist ja noch eine Brücke. Es wird klar, alles noch langsamer. Paco, guck mal nicht. 20 Stundenkilometer sind wir schon mal. Auf der großen Brücke kann man ja aber auch die Außenansicht wechseln. Das ist gut, ja. Super gut, ja. Super gut. Mensch, Mensch, Mensch. Yay! Yeah.
ich küsse gerade den Seitenstreifen. Vorne ist doch das. Ist doch noch langsam. Oh. Müssen wir doch langsam hier. Mist. Mein Motor ist aus, mein Lieber. Ah, der rollt immer noch vor uns. Ja, du bist das Letzte. Die haben Spaß, ja. Haben sie alle gelesen hier. Der Keks ist gerade vorbeigekommen. Müssen eigentlich alle Admins vorbeifahren. Irgendwann kommt der grüne Punkt. Alter, Vater, was hat denn der von Diesing hier? Das ist der Kühler für den Fisch im Hänger. Ah. Bei Dragon Lock. Was steht da? Wenn ich jetzt schreibe, alle auf den Standstreifen rechtzeitig. Euro 16 Halbzeit, England, Russland 0-0. Okay, jetzt ist Pause. Ach da, die wollen mal alle Fußball gucken, oder was? Stimmt ja. Weiter geht's um 22 Uhr, wir haben es 21.49 Uhr. Jetzt sind es wirklich 10 Minuten Pause. Wollt ihr, dass ich weiter aufnehme? Könnt mir jetzt eh nicht schreiben. Da ist ein bisschen nah an mich draufgefahren gerade. Und das rollt. Der Sören fährt raus und jetzt stehen wir, jetzt kann ich ein paar Screenshots machen. Ja, wann geht's weiter? 22 Uhr geht's weiter. Bitteschön. Eieieiei.
blinken. Die 8. Position. Sieht man nicht alle Tage, möchte ich kurz mal anmerken. Live Twitch Party Dummy. Österreicher. Gut zu wissen. Laut, leise. Laut, leise. Laut, leise. Laut, leise. Da hinten kommt was. DJ Wahnsinn. Wie viel sind wir denn? Das stehen wir ja alle. Müsste eigentlich da stehen. 49? Nein, das kann nicht sein. Von 257 in meiner Nähe. Road Zicker. Twitch TV Sascha. Unterstrich LM. Oder Chris. Wenn man so drückt und nach oben, so geht das. Gut zu wissen. Können wir ein bisschen Chat durchlaufen lassen? Habt ihr auch was zum Lesen? Ah, die fahren die ganze Zeit Runden. Das mache ich aber nicht. Vielleicht kennt er jemanden. Kann ja auch sein, dass er jemanden kennt. Hoffentlich, bei solchen Dingen werden eigentlich schon viele auch offline gehen, weil sie vergessen, einfach in den Chat zu schreiben oder sich zu bewegen. Hoffentlich, ich hab's jetzt gesagt, hoffentlich passiert mir das nicht. Jetzt kann ich ja mal schreiben. Da. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, da vorhin Philipp Schnee bei überall blockiert. Tut mir leid, okay. Jetzt geht's ein bisschen weiter nach vorne. Komm, ich sag auch mal ein bisschen weiter in Bewegung.
ein Bildchen ohne und eins mit. Fährt er die ganze Zeit Runden? Ach, hier hinten ist die Road-Sicke. Die sind ja ganz schön weit hinten. Davon stehe ich. Oder? So. Warte mal. Tap. So. Das bin ich. Glaube ich mal, dass ich das bin. Ja, das bin ich. Fokus, Kevin übertreibt gleich wieder. Richthammer. Oh, 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 shit. Es wird dann schön, wenn man vorne dann weiterfahren. Was übrigens in 2 Minuten ist. 2 Minuten ist es 21:58. Ganz kurz gucken, die Aufnahme läuft aber, ne? Ja, die läuft, die läuft. Seit 32 Minuten schon. Na gut. Dann mache ich, sage ich jetzt mal eins. Wir beenden die Aufnahme. Ihr schaut morgen weiter in der 50. Folge. Oder beim nächsten Mal in der 50. Folge für Let's Play European Truck Simulator 2 im Multiplayer mit diesem Konvoi und wir dann Richtung Oslo weiterfahren. Wir sind gerade in Kopenhagen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich wünsche mir mehr Gesundheit, bessere Gesundheit. Tschüss, ciao, aus der Trick, aus dem Konvoi von der Brücke. Es piept, es ist 22 Uhr und ich verabschiede mich. Ciao, bis zur nächsten Folge. 50, unbedingt reinschauen, wird der Bomber. Ciao, ciao.